Musik machen, singen oder tanzen. Das sind Sachen, die aus den bekannten Gründen schon seit einiger Zeit nicht immer einfach so praktiziert werden können. Das merkt auch die Musikschule Binigen-Bobmigen. Wie läuft es im Moment? Eigentlich geht es unserer Schule sehr gut. Das muss ich mal sagen. Wir konnten die ganze Zeit Unterricht machen, mit Ausnahme des Lockdowns, da war es als Fernunterricht. Aber seitdem sind wir im Präsenzunterricht. Natürlich gab es Einschränkungen, was das Singen angeht, was den Chor angeht, was das Tanzen angeht und was die großen Gruppen angeht. Das war natürlich eine ganze Weile ganz groß eingeschränkt. Jetzt lockert sich gerade immer gemäß den Vorgaben, die wir machen. Und das Orchester zum Beispiel probt wieder im Großen und Ganzen. Und der große Unterschied zu vor einem Jahr, wir sind alle immer mit Masken. Das ist einfach jetzt die heutige Tatsache. Wie ist der Zuspruch an neue Schülerinnen und Schüler? Wir haben viele Anmeldungen gehabt im August und wir haben auch viele Anmeldungen gehabt im Januar. Wir sind immer noch leicht wachsend als Musikschule. Das ist super erfreulich. Und auch jetzt stehen die Kinder und die Familien eben vor der Tür, obwohl wir ja keine Instrumentendemo machen können. Unsere Schüler sind uns auch treu geblieben, müssen wir sagen. Danke an die beiden Gemeinden Binning und Bodming. Die Schüler und die Familien sind uns treu geblieben. Gibt es Befürchtungen, Nachwuchs zu verlieren? Das ist das, was jede Musikschule fürchtet. Aber was Binningen-Bodmingen betrifft, bin ich recht optimistisch. Wir haben wirklich eine große Nachfrage und das zeigt sich auch in dieser schwierigen Corona-Zeit. Wir haben es gehört, die grosse Instrumentendemo im Corona-Matzal fällt also Corona-bedingt aus und darum hat man digitale Lösungen mit Videos umgesetzt. Wir schauen und hören rein. Das Angebot ist enorm, sei es eine Vielzahl von Instrumenten, Ensemble, Tanzen und noch viel mehr. Und? Wir haben vergünstigte Schnupperabos, sodass man dieses bis Ende April gut buchen kann, zu vergünstigten Preisen, überall reinriechen kann. Wir müssen immer noch aufpassen, dass nicht zu viele Erwachsene quasi im Haus sind. Das ist ja immer noch beschränkt. Und sonst machen wir auch Mund-zu-Mund-Propaganda und wir hoffen, dass viele Schüler den Weg zu uns finden, Schülerinnen auch. Schülerinnen und Schüler von der Musikschule Binigen-Bobmigen gewinnen immer wieder Preise. Wie erklären sich das die Verantwortlichen? Unsere Lehrpersonen sind großartig. Wir haben wirklich einen Lehrkörper, der beneidenswert ist. Sie sind Künstler, sie sind aktive Künstler, sie sind top ausgebildet. Und sowohl pädagogisch als musikalisch und bieten eine hervorragende Arbeit, die Früchte trägt. Und das ist der Grund, warum wir gerade letztes Wochenende 9 Preise gewonnen haben am kantonalen Wettbewerb und 11 neue Schülerinnen aufgenommen worden sind in das Programm der Talentförderung. Es ist wirklich ein großer Erfolg und wir haben uns extrem bedankt bei unseren Lehrpersonen für die großartige Arbeit, die sie geleistet haben. In einem zweiten Beitrag über die Musikschule Binigen-Bodmigen werfen wir dann Mitte April noch einen genaueren Blick auf die einzelnen Angebote. Personeller Wechsel in der Gesamtschulleitung der Primarstufe Binigen. Der bisherige Gesamtschulleiter Pascal Kreuer verlässt die Primarstufe Binigen nach ein bisschen mehr als 4 Jahren per Ende im Herbst und wird eine neue berufliche Herausforderung annehmen. Sein Nachfolger wird der Thomas Schmid, der die Funktion bereits übernommen hat, damit es zu keinen Unsicherheiten im Schulbetrieb kommt. Der Thomas Schmid koordiniert bereits die nächsten Covid-Massnahmen und ist damit Ansprechperson von der Schulleitung.